Hallo Leute, der Sebastian hier und ich bin heute etwas aus allen Wolken gefallen wegen dem Ding hier. Wenn man es mal sieht, nein, man sieht es nicht, aber man sieht hier die Werbung. Ich bin auf der DJI-Seite und DJI hat eine neue Drohne ausgebracht. Die ist genau heute, genau am 30.10. rausgekommen. Und ich war gerade gar nicht auf dem Laufenden, was Drohnen angeht, habe mich eine Weile sehr intensiv mit beschäftigt. Ich habe ja die Tello-Drohne und mache damit auch ab und zu gerne mal kleine Sachen, habe auch ein paar Videos dazu gemacht und habe immer mal überlegt, mir eine neue, eine bessere, eine größere Drohne zu kaufen. Aber dann gibt es so Sachen wie, man braucht eine Plakette und man braucht dies und die ist größer und man muss sie mitnehmen und wo darf ich fliegen und überhaupt. Und kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Also ganz ehrlich, für eine einigermaßen vernünftige, ordentliche Drohne ist man irgendwie bei 800 plus Euro gewesen. Zumindest je nachdem, was man will, natürlich geht aufwärts, geht immer. Ja. Und DJI hat ja eine ganze Menge Drohnen, eine ganze Menge auch so Foto-, Kamera-Equipment und Zeug. Was heißt Zeug, aber gute Sachen. Und die Mavic Mini als neue Drohne, heute rausgekommen. Es gibt bei YouTube schon einige Videos, weil ein paar YouTuber, also größere YouTuber, haben die wohl, ich vermute, zugeschickt bekommen, um die zu testen und heute dann ihre Videos veröffentlicht, die sie, keine Ahnung, schon vor Tagen gemacht haben. Es geht ja bei uns auch gerade sehr auf den Herbst zu. Heute war es echt kalt bei uns, also heute Morgen da, wo ich wohne, -3 Grad, huhu. Und von daher dachte ich jetzt eigentlich, ja, Drohne ist gerade jetzt nicht so das Ding, aber das ist echt super interessant. Ja, wirklich super interessant. Ich habe mir ein paar Videos angeschaut, auch ein paar Tests sozusagen, was Leute sagen, und die sind sehr begeistert. Gehen wir jetzt mal weiter runter. Das Ding, ja, hier sind so ein paar Features und also wirklich, es passt auf eine Handfläche. Also super klein, ja. Also von der Größe eben zusammengeklappt, quasi so groß wie eine Tello. Keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht in Zentimetern genau, aber wirklich klein, vielleicht sogar kleiner als eine Tello. Und man kann sie ja zusammenklappen, also man hat nicht die Arme, die so weit ausstehen. Echt genial, gleich 249 Gramm. Das heißt, sie fällt in Deutschland unterhalb der Grenze von, ich brauche eine Drohnenplakette. Die brauchen wir nämlich erst ab 250 Gramm aufwärts. Sehr cool. Bis zu 30 Minuten Flugzeit. Ich habe jetzt noch keine Erfahrung gesehen, ob das wirklich stimmt. Hängt sicherlich auch von optimalen Bedingungen ab und so weiter, aber ist schon beachtlich. Also 30 Minuten ist beachtlich. Mit einer Tello schaffe ich 5, 6, 7 Minuten. Ja, bis zu 2 Kilometer Übertragung aufs Handy des Videosignals. Wobei, und das muss man sagen, habe ich extra nachgeguckt, das Ding hat einen eingebauten Speicherkartenslot. Also man kann eine Speicherkarte reinstecken und das nimmt dann auf der Speicherkarte auf und nicht wie bei der Tello, dass es nur auf dem Handy aufnimmt und sobald das funktioniert über WLAN, sobald das WLAN mal ein klein bisschen Aussetzer hat, hat man gleich einen Ruckler, einen Blackout oder irgendwas im Video. Nein, das nimmt auf die Speicherkarte auf und die Qualität wirklich gut. 2,7K Video kann die, also kein 4K, aber auch mehr als Full HD. 2,7K Video mit 30 Frames pro Sekunde und Full HD mit 60 Frames pro Sekunde. In Anbetracht der Größe und dann auch in Anbetracht des Preises, da kommen wir nämlich gleich zu, ist das echt ein Hammer. Es ist echt richtig gut. Also ich würde sagen, das ist quasi eine Tello 3.0 oder so. Also DJI Tello. Ich habe ja immer mal gewartet, ob eine Tello 2 kommt. Soweit ich weiß, gab es immer mal Gerüchte, aber es gibt doch keine. Und was sie halt auch hat, ist wie die Tello, dass sie Sensoren hat nach unten. Das heißt, die steht in der Luft, ähnlich wie eine Tello, die bewegt sich nicht. Oder, ganz klein bisschen bewegt die sich immer, aber die driftet nicht ab, die bleibt an der Stelle. Und die hat GPS, das hat ja eine Tello auch nicht. Das heißt, die kann auch Return to Home und sowas machen. Richtig, richtig cool. Ja. Wir gehen mal weiter. Ich dachte, der blendet die hier auf, aber nee, hat er nicht. So. Ja, jetzt kommen hier bla 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 Fotos, ja. Und Fotos, und man muss schon sagen, auch die Qualität ist krass, ja. Das war die Fernbedienung. Und wenn man das mal sich anschaut, dann ist die Drohne zusammengeklappt ungefähr so groß wie die Fernbedienung. Also das ist schon echt der Hammer. Die Qualität ist natürlich jetzt nicht mit einer 2000-Euro-Drohne zu vergleichen, ganz klar. Aber die ist schon richtig gut. Also da kann man überhaupt nichts sagen, ja. Und das Krasse ist,
fast so leicht wie ein Smartphone, ja, bla bla bla. Für Indoors kann man sich noch Propellerschützer kaufen. Es gibt eine App dafür, ja. Also auch das finde ich qualitativ echt super, ja. 2,7K, richtig krass. Und, wo ist es denn? Ach so, die hat so ein paar Special-Sachen, so ein Wegfliegen, ein nach oben fliegen und dabei geht der Gimbal nach unten. Also das Ding hat einen Gimbal tatsächlich. Die Kamera ist in einem richtigen Gimbal angebracht. Ich weiß gar nicht, ob man es irgendwo sieht. Ja, hier sieht man es gerade. Wenn man irgendeine Aufnahme hat, ich scroll mal kurz nach oben. Ob ich bei dir irgendein Bild hier, ja, hier vorne sieht man, also da ist ein richtig echter Gimbal bei. Das ist also nicht nur eine Kamera, die da fest ist, sondern die Kamera kann nach oben, naja, sie kann gerade ausgeschwenkt werden, weiter nach oben kann sie nur nicht, aber bis glatt nach unten geschwenkt werden und hat halt einen Gimbal, der wirklich für verwacklungsfreie Aufgaben sorgt, Aufnahmen sorgt, ich gehe mal wieder runter, ist echt cool, ja, echt krass. Und, okay, das ist dann das Zubehör, das ist nicht so wichtig. Und hier der Preis, ja, 399 Euro? Alter, das ist der Hammer, ja, es ist wirklich der Hammer. Finde ich echt krass, 3-Achsen-Stabilisierung hat der Gimbal, also wirklich, wirklich gut. Die Qualität ist super, also für 399 Euro, hallo? Natürlich, vergleicht das nicht mit einer 2000-Euro-Drohne, mit Sicherheit nicht, kann kein 4K und was auch immer, aber ey. 399 Euro. Und ich habe mal im Store geguckt, ja, die ist noch nicht wirklich gut verfügbar. Also die Leute, die zugeschickt haben, haben vermutlich irgendwelche ausgewählte Leute was bekommen. Die schreiben hier auch im Store, wegen der begrenzten Verfügbarkeit des Produkts ist der Erwerb pro Kunde auf ein Gerät beschränkt. Jede Bestellung mit einer höheren Artikelanzahl wird automatisch storniert. Ja. Okay, kann ich verstehen. Ja. Also Lieferzeit 2 bis 3 Wochen. Ja, nach Zahlungseingang, da. Aber ehrlich gesagt, boah, ich find's krass. Ich find's richtig krass, ja, weil 399 Euro ist ein echter Kampfpreis. Also ich glaube, für die Qualität, DJI-Technik, also wirklich eine Drohne, die von dem, was ich gesehen habe, sehr gut fliegt, sehr gut in der Luft steht, sich sehr gut handeln lässt, gerade auch für Einsteiger, die qualitativ top Videos macht, also immer in Anbetracht der Preislage, der Preisrange und das vergleichen das nicht mit irgendeiner Profi-Drohne für 2000 Euro. Logisch, ja. Aber dafür ist das der Hammer, ja. Und das ist hier die Flycam, also die Mavic Mini für 399. Da ist ein, dabei ist die Drohne, da ist dabei, wir können das mal größer machen, der Controller. Hier ein paar Ladekabel, dann ein Akku und das ist hier der Gimbal-Schutz. Und dann sind die Rotoren sind verschraubt und da ist dann einmal Ersatzpackung Schrauben und Ersatzpackung Rotorenblätter dabei. Ja, so können wir uns das noch durchgucken. Das sind hier ein paar Bilder. Ja, so, also passt wirklich auf eine Handfläche. Ist echt krass. Ja, aufgeklappt, super. Ihr seht hier, die Rotoren sind verschraubt und nicht aufgesteckt und ziemlich kleine Rotoren. Gimbal. Da-dump, haben wir ein Bild von hinten? Nee, haben wir nicht. Ja, so, und dann gibt es die Mavic Mini Fly More Combo, die kostet einen Hunderter mehr. Da habe ich dabei diesen Schutz für die Rotoren. Ich habe eine Tasche dabei, das macht Sinn vermutlich. Ich habe 3 Akkus statt einem. Ich habe ein Ladegerät, ein externes dabei und mehr Rotoren. Ja, wenn man vorsichtig mit umgeht, braucht man die jetzt nicht unbedingt. Aber manche Leute schrotten sie. Hier sind noch irgendwelche Kabel. Sieht man fast gar nicht bei mir. Schlechtes Bild. Aber das ist okay für drinnen. Ist es wichtig. Ja? Also wer drinnen fliegen will, irgendwo indoors mal was machen will, Sport oder wie auch immer in der Turnhalle, ist sowas sehr, sehr hilfreich, weil man sonst mit der Drohne doch mal irgendwo gegenkommt und dann eben gleich mit den sich drehenden Propellern oder Rotoren dagegen kommt und das nicht gut. Dann so ein Schutz. Und 3 Akkus ist natürlich auch super. Wobei, ich weiß nicht, wie lange so ein Akku lädt. Ja, aber wenn du 30 Minuten mit fliegen kannst, das ist schon mal sehr ordentlich. Ja, und eine Tasche, um das Ganze zu transportieren, ist sicherlich auch nett. Ja, ich glaube, die Bilder hier sind die gleichen. Wenn ich die mal durchklicke, das sieht alles sehr gleich aus. Ja, das sieht alles gleich aus. Die Bilder sind die gleichen. Also das sind die beiden Möglichkeiten preislich. Also
als ich das gehört habe, ja, ich dachte, okay, eine neue DJI Mavic Drohne, Mavic Mini, okay. Und als ich den Preis gehört habe, ist mir echt die Kinnlade runtergeklappt, weil ich dachte, krass, 399 € ist ein echtes Hammerding. Klar, du findest bei Amazon und wo auch immer irgendwie Angebote für 100 €, die dann sagen, hier mit Gimbal und 4K und frag mich nicht. Naja, das ist, wenn ich es mal so sagen darf, irgendwelche chinesischer Schrott. Ist halt so, ja. Aber hier hast du echt, echt, echt was richtig Gutes. Ja, finde ich krass. Momentan, also über Amazon, ich habe mal bei Amazon gekauft, schaut, da habe ich die Combo gefunden. Auch für 499 bestellt, der Versand war der offizielle DJI-Store sozusagen. Lieferzeit auch 2 bis 3 Wochen. Also von der Lieferung her ist das Ding tatsächlich noch problematisch. Am besten wahrscheinlich momentan direkt über DJI bestellen. So, wer es will, macht das. Ich packe euch unten den Link rein in die Beschreibung zu der Drohne. Zu dieser Seite hier und auch zu dem Store-Seite. Wenn ihr die bestellen wollt, macht es. Also ich finde es super. Das Einzige, was mich gerade ein bisschen stört, ist, dass es gerade draußen Herbst wird und kalt wird. Also Herbst kann ja schön sein, aber wenn es kalt wird, naja. Okay, mal gucken. Jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich 400 € oder 500 € meiner Frau aus dem Rippen leere. Nein, das natürlich nicht. Aber ey, also, boah, ich würde das Ding am liebsten sofort kaufen wollen. Aber ja, wir schauen einfach mal. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon was gehört habt, ob ihr sie euch kaufen wollt, ob ihr es interessant findet, auch vom Konzept her, wirklich eine sehr kleine Drohne zu haben. Die ist ja auch super portabel. Die kann man super irgendwo noch in die Tasche packen und mitnehmen. Ja, und du trägst nicht so ein dickes, fettes Case mit dir rum, was schon so groß ist wie deine Tasche. Ja, und dann kannst du die irgendwo starten. Ah, das ist schon echt der Hammer. Ja, so, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.